und geht los. Heute Abend Freiburg gegen Bochum. Freiburg-Bochum. Es wird auf jeden Fall über ein Tor gehen. So, Wette abgeben. Zack. Und die werden auch unter 4-5 bleiben. So, haben wir das Spiel schon mal im Sack. Wie gesagt, für die, die neu sind, wir tippen hier immer, ach, nach der 1%-Regel habe ich gerade total verpasst. Also immer von dem Budget, was wir haben, das ist hier oben, 1% setzen. Und wir gehen auf Über- und Unterwetten. Und das ist eben auch der Rat, den wir euch immer wieder mitgeben. Wettet, keine Live-Wetten, das zieht euch nur runter. Versucht nie einen Tippschein, von dem ihr seht, der geht den Bach runter, durch Live-Wetten aufzufangen. Setzt euch ein Budget, zahlt das ein, was ihr euch in dem Moment leisten könnt und dann wettet damit immer mit 1%. Okay? Okay. Nächste Begegnung. Chiller, wie viel hat uns Leverkusen die letzten 2 Spieltage gekostet? Wie viel? Oh Mann. Aber Mainz-Leverkusen. Auch da sagen wir, da fällt mehr als ein Tor. Leverkusen muss kommen. Dann 1,93 setzen wir. Und auch hier gehen wir auf unter, wenn die nicht sogar unter 3 bleiben. Genau, nie Siegwette. So. Also, schwer zu sagen. Die bleiben auf jeden Fall unter 4-5. Definitiv. So, nächste Begegnung. Hertha BSC gegen Dortmund. Da gehe ich sogar so weit und sage, das ist mehr als, dass mehr als 2 Tore fallen. Chiller, wenn du meinst, ich setze Blödsinn, sag Bescheid. Und die bleiben auch unter 5 Tore, die in dem Spiel fallen. So, dann haben wir Leipzig gegen Wolfsburg. In der Begegnung fallen auch mindestens 2 Tore. Bin ich fest von überzeugt, ganz fest. Und es werden nicht mehr, definitiv nicht mehr, als 4 Tore fallen. So, bis hierhin sieht gut aus. Nächste Begegnung, Schalke Union. Fallen 2 Tore. Da darfst du sagen, was du denkst zur Bundesliga. Chiller, du bist hier nicht umsonst mit einem VIP-Merkmal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bist du VIP im Channel. Hatte ich dich ja eben drum gebeten, dass du was sagst. Außerdem. Noch nicht ganz wach? Warte, ich mache erstmal mal kurz gucken, wo ich jetzt bin. Warte, ich gebe den jetzt gerade ab noch. Mache hier gerade noch Schalke Union fertig. Ja, und unter 5 Tore fallen nicht. Bei dem Spiel. Ich habe mal gar nicht unser ein anderes Tool aufgerufen. So, Freiburg gehst du 2-5. Okay. So. Schalke 1-5 habe ich auch. Und unter 4-5. Moment, gegen wen war Mainz? Warte. Mainz. Gegen Leverkusen. Warte, ich muss gucken. Ich muss gucken, was ich da gesetzt habe. Warte. Leverkusen. Unter 4-5 habe ich bei Leverkusen. Und über 1-5. Da gehen wir wieder rein. So, das letzte, was wir hatten, war Schalke Union. So. Hoffenheim-Augsburg. Ach, ich hätte das auch alles in einen Wettschein machen können. Ich Idiot. Naja, egal. Hoffenheim-Augsburg sagst du 2-5. Weißt du was, ich rufe mal gerade das eine Tool auf. Ah, so, Hoffenheim gegen wen spielt Hoffenheim-Augsburg? Moment. So, ah, klar. So, bei dem Spiel geben die 70% Chance raus und 90% bei 1,5er und unter 3,5. Ja, 1,5 ist immer sicherer, das ist klar. So, da kriegst du auch nur 1,12 für. Unter 3,5 fallen da mehr als 3 Tore. Ich glaube nicht. Da gehen wir mal hier Risiko und sagen, das bleibt unter, also es fallen nicht mehr als 4 Tore und gehen over rein, natürlich. 1,5, fallen 3 Tore. Fallen da 3 Tore? Naja. Also da wir den Account ja für einen guten Zweck spielen, nehmen wir die Safe-Nummer. So, dann haben wir noch Bayern München gegen Gladbach. Also da fallen mindestens, also da gehe ich 100% von aus, dass da 3 Tore fallen bei der Begegnung. So, und unter 5,5. Also es dürfen nicht mehr als 5 Tore fallen. Puh. Boah, das ist echt schwer.
Aber wenn die Bayern gut drauf sind, machen die 3-4 Nüsse. Vielleicht macht Gladbach rein. Wow, wow, wow. Da gehen wir trotzdem rein. Unter 4-5. Unter 5-5. Unter 5-5 gehen wir. So, nächste Begegnung. Stuttgart-Köln. Das ist diesmal echt schwer. Das ist echt schwer diesmal, weil wie platt ist der FC nach gestern? Boah, wie platt ist der FC nach gestern? Also ein 1-5er nehmen wir. Doch, es werden in dem Spiel 2 Tore fallen. Ich weiß nur noch nicht wie. Und unter 3-5. Das wird kein Schützenfest. Das wird kein Schützenfest. Da sagen wir unter. Können wir nochmal in dem Tool gucken. Schauen wir mal im Tool nach. Ja, das berühmt-berüchtigte FC Köln gegen den VfB. So, Over-Under. Ja, hier geht, die gehen sogar hier auf 100% bei plus 1,5. Ach, guck mal. Geben nur eine 60%ige raus bei Under 3,5. Gehen von mehr Toren aus, aber gut. Sei es, wie es sei. Sei es, wie es sei. Eine Begegnung haben wir jetzt noch. Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. Definitiv auch über 1,1. Über 1,5. Definitiv. Und gehen wir auf unter 3,5 oder gehen wir auf unter 4,5? Das kann 2,2 sein, das kann 1,3 sein. Ja, wir gehen under 4,5. So, das waren die Tipps von Talk 60 für dieses